Wir erzählen dir gemeinsam 5 Fehler, die du vermeiden solltest bei deinem Travel-Video. Hi, mein Name ist Walter Weber. Clemens ist mein Name. Schön, dass du dabei bist heute, Clemens. Er ist übrigens auch Filmemacher. Seit wie vielen Jahren schon? Also, gute Frage. Ich glaube, offiziell seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren habe ich mit dem Praktikum angefangen. Massiv viel Erfahrung hat der Junge hier. Und genau, jetzt starten wir einfach mit dem ersten Fehler, den du auf jeden Fall vermeiden solltest. Fehler Nummer 1, der mir so häufig auffällt bei anderen YouTubern, Filmemachern, ist, da ist keine Story. Ne? Also wird irgendwie einfach mal draufgehalten, random Bilder aneinander geschnitten, zu viel, zu lang. Ja. Aber das, worauf es ankommt, Nummer 1 Prio bei einem Film, hat einfach die Story. Und da frage ich mich oftmals, ne, so, was will mir der Filmemacher jetzt damit eigentlich sagen? Ne? Richtig, und ich denke, es gibt viele Filmemacher, die sich vor allem zu sehr auf ihre Technik konzentrieren. Das heißt, die müssen die geilste Kamera haben, die muss unbedingt 120 Bilder pro Sekunde haben und so weiter. Und ich frage mich halt, für was ist es tatsächlich ein Element, was bei deiner Story, dass es hilft, die Emotionen besser zu übertragen oder den Film besser zu erzählen? Und wahrscheinlich nicht. Die Kamera muss kein 4K haben und 200 Bilder pro Sekunde filmen können, um das zu erzählen, was du in diesem Film erzählen möchtest. Ja, das ist ein nice to have. Aber genau, du brauchst erstmal, um die Geschichte zu erzählen, eigentlich nicht die 120 Frames per Second. Meistens nicht. Kann sein, dass es Teil der Story ist, aber im Normalfall brauchst du es eigentlich nicht. Ne? Vor allem nicht, wenn du anfängst. Genau, ja. Also als wir angefangen haben, da gab es keine 120 Frames per Second. Da war ich froh, dass ich einfach 25 Bilder hatte. Ja. Ich hab tatsächlich mit 720p und 60 Frames die Sekunde gestartet. Ja, genau, ich auch, ja. Canon 550D damals noch. Ja. Ich hatte direkt eine Vollformat-Nikon. Aber wie gesagt, ja, ist nicht zu sehr mit der Technik aufhalten. Überlegt euch erstmal, was passiert denn vor der Kamera. Das ist entscheidend, ne? Oder wie erzähle ich die Geschichte? Es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen. Natürlich kannst du auch einfach nur durch Bilder erzählen. Du kannst aber auch zum Beispiel durch einen Text erzählen. Genau. Die Möglichkeit ist, dass du vor der Kamera stehst oder aus dem Off deinen Text sprichst oder dass du dir einen Sprecher reinholst oder dass du andere Menschen die Geschichte erzählen lässt. Ja? Richtig. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wie zum Beispiel, du machst einen Text rein und da steht drin, we love, we smile. Und dann zeigst du halt eine Person, die du dort gefilmt hast, was ich zum Beispiel in Thailand oder so, die gerade am Lachen ist. Ja? Das unterstützt deinen Text und deine Story. Das gibt auch dem Zuschauer so, ah ja, stimmt. Und keine Ahnung, er kann es da ein bisschen besser reinfühlen. Das sind so Sachen, aber das kannst du natürlich auch, wie Clemens gerade gesagt hat, mit einem Voice-Over natürlich, wenn da jemand darüber spricht, dass wir total die geilen Strände gesehen haben, dann zeigst du natürlich irgendwie einen coolen Strand. We walked on completely empty beaches. Experience their culture. Und das Voice-Over kannst entweder du selber machen, muss man aber vorsichtig sein. Ich habe da ein bisschen schlechte Erfahrung gemacht, leider. Ich habe mein eigenes Voice-Over gesprochen in Englisch und viele haben es bemängelt, weil ich ja so einen deutschen Akzent habe. Aber ich finde es auch charmant, wenn du selber die Geschichte erzählst. Und gut, es mag vielleicht sein, dass der eine oder andere das bemängelt hat, ja. Du hast aber trotzdem probiert und wenn du es auch öfter machst, kommst du auch rein. Du kannst natürlich auch sagen, du machst es erstmal in Deutsch, ne? Also ich bin jetzt auch nicht Native English Speaker. Ja. Ich glaube, ich krieg's ordentlich hin, aber ich habe ehrlich gesagt meine Filme immer auf Deutsch gemacht und das ist auch okay. Das ist halt sehr, sehr authentisch, wenn du selbst sprichst. Finde ich auch, ja. Aber ganz, ganz wichtig, Story. Ja, wenn du auf so einer langen Weltreise bist, stellst du natürlich auch die Sinnfragen. Was willst du eigentlich im Leben? Und natürlich willst du glücklich sein. Kommen wir zum zweiten Fehler, den man so häufig einfach sieht. Und das sind Zoom-Transitions bzw. Effekte generell, die einfach völlig überkompensiert verwendet werden und einfach man sich auch irgendwie schon dran satt gesehen hat und teilweise auch völlig sinnlos diese Effekte verwendet werden, dass man einfach einen Zoom-Transition macht in eine Wand rein und auf einmal ist man dann in der nächsten Szene. Und warum? Ja. Hauptsache, man hat es halt verwendet. So sieht es irgendwie aus. Es ist ja irgendwie menschlich, ne? Gerade wenn du jetzt anfängst, du ahmst ja nach. Du hast deine Vorbilder und denkst, oh, so will ich es auch machen. Ne? Aber ich glaube, es ist nicht gut, diese ganzen Effekte, die man da sieht in den YouTube-Videos, in den Travel-Videos, was jetzt einfach ein mega Trend war, alle nachzumachen. Ja? Hechelt nicht jedem Trend hinterher. Wie du es auch schon gesagt hast, man sieht sich irgendwann satt. Macht es doch lieber dosiert. Dosiert ein paar Effekte, dann haben die auch ein ganz anderes Gewicht, als wenn in jedem Bild irgendein Effekt drin ist. Ja? Lieber mal
zwei, drei vielleicht geile Transitions in einem Film, wo du sagst, Alter, hast du diesen, ja, hast du den gesehen? Ja, leck. Ja, und dann hat es ein ganz anderes Gewicht, als wenn permanent irgendwie so ein Effektfeuerwerk stattfindet. Dann weiß der Zuschauer auch nicht mehr zu schätzen und wird satt. Richtig. Story first und dann so ein paar Effekte, das ist gut. Ja, der dritte Fehler, den wir einfach oft sehen, ist, dass Leute sehr viel kopieren, anstatt sich zu inspirieren. Und das ist vor allem, finde ich, so auf diesen Sam Kohler-Trend zurückzuführen, kann man schon sagen. Sam Kohler hat damit angefangen, Travel-Videos mit Teal and Orange-Look zu geben. Auf einmal haben alle einen Teal and Orange-Look. Sam Kohler hat ein gewisses Thumbnail, das er verwendet, mit so einer gewissen Schriftart. Auf einmal haben alle Thumbnails diese Schriftart und sehen sehr ähnlich aus. Und klar, es ist gut, wenn man sich irgendwo Inspiration holt, aber man sollte nicht versuchen, alles wirklich eins zu eins nachzuahmen und zu kopieren. Es ist natürlich irgendwo eine Lernmöglichkeit, man versucht nachzuahmen, so lernen wir Menschen, wie du es auch schon gerade gesagt hast. Aber man soll es nicht übertreiben, man sollte eigentlich eher seinen eigenen Stil finden. Du sollst ja nicht irgendwie als Sam Kohler, als billiger Sam Kohler Verschnitt irgendwie gelten. Das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Also du willst ja deinen eigenen Stil entwickeln und das heißt, bring deine eigene Kreativität rein. Pick dir die Sachen raus. Ja? Ich habe auch, du hast eigene Vorbilder auch. Ja? Man pickt sich ein paar Sachen raus, die vielleicht bei Sam gesehen hat, dann bei Peter McKinnon und Andreas Hemm zum Beispiel, ein sehr geiler Filmemacher. Wo man da einen Effekt zum Beispiel sieht so, und dann überträgt man es wieder auf seinen Film, aber mach nicht komplett diesen Film nach. Und so entwickelt sich dann ein eigener Stil, der dann wirklich interessant ist, aber bring, wie gesagt, diese eigene Kreativität mit rein. Richtig, und eine andere Inspirationsquelle ist tatsächlich Vimeo. Also geht mal da drauf und versucht irgendwelche Filme anzuschauen, die sind meistens komplett anders als die, wie wir es von YouTube kennen, habe ich das Gefühl. Auf YouTube sind sie recht ähnlich, auf Vimeo gibt es so viele verschiedene Filmmacher, von denen man noch nie was gehört hat und da kann man sich auch sehr gut inspirieren lassen. Ein Punkt, über den ich so oft spreche und ihn einfach so extrem wichtig finde, ist ja die Musikauswahl. Als auch die Verwendung, würde ich jetzt sagen, der Musik. Denn was ich oft sehe, ist zum Beispiel, dass jemand sich einen Song aussucht, der zum einen nicht wirklich die Story richtig erzählt. Also das heißt, es ist eine total funky und freaky Musik, aber die Bilder dazu irgendwie eher teilweise melancholisch oder langsam. Und da muss man eben, finde ich, ein bisschen drauf achten, als auch, man muss nicht den kompletten Song verwenden. Absolut, ja. Also Filmschnitt heißt vor allem auch Musikschnitt. Ne? Du musst nicht den kompletten Song nehmen, du kannst ja vielleicht nur eine Passage mit rausnehmen. Ja? Und du kannst auch mehrere Songs zum Beispiel verwenden. Du kannst auch mal gar keine Musik verwenden. Also auch so eine stille Phase erzeugen zum Beispiel, wo nur ein bisschen Sounddesign zu hören ist. Aber sorge da zum Beispiel auch für Abwechslung. Das schafft Kontraste in einem Film, das schafft auch Emotionen. Überlege dir eben vorher, welche Emotionen willst du denn erzeugen? Soll es eben zum Beispiel eine melancholische Stimmung sein? Happy Life, ja, wie auch immer. Und danach suchst du dann auch die Musik heraus. Und nimm dir dabei Zeit. Also die Musikauswahl ist so wichtig, das kann auch mal 2 oder 3 Stunden dauern, bis man da was Richtiges gefunden hat. Du hast ja auch ein Video gemacht, wie du die richtige Musik auch, findest. Ne? Ich auch, ja. Wir verlinken es mal hier irgendwo und in der Beschreibung. Da geht es eben auch um die Portale, ne? Wie Artlist zum Beispiel, Soundstripe und so. Da gibt es ja mittlerweile echt geile Portale, wo du für eine Flatrate von, was weiß ich, $200 im Jahr richtig geile Mucke bekommst. Auch das, als wir angefangen haben, ey, da hast du diese Möglichkeit nicht gehabt. Also es ist ein Luxus, jetzt eigentlich zu beginnen mit dem Filmemachen. Absolut. Oder jetzt als Filmemacher generell zu leben. Wir leben ja auch in dem Luxus, ja, dass man einfach wahnsinnig tolle Musik herauswählen kann. Und das ist Gold wert. Ja? Richtig. Mit dem steht und fällt einfach auch ein Film. Mit dem kannst du, mit falscher Musik kannst du einen Film wirklich ruinieren. Mhm. Oder du kannst ihn richtig pushen. Ganz, ganz wichtig. Sei dir dessen bewusst. Letzter Punkt, last but not least. Ganz wichtiger Punkt, ne? Ja, deswegen auch zum Schluss. Also der letzte Punkt geht um die Planung. Die Planung von so einem Travel-Video. Und dahinter steckt so viel mehr, als man denkt und sieht, weil was man im Endeffekt sieht, ist meistens das Endergebnis. Man sieht diesen schönen Film.
aber was für eine Planung eigentlich vorher drin gesteckt war, das erzählt irgendwie auch keiner und das ist wirklich sehr wichtig. Zum Beispiel, ich fange damit an, wenn ich in ein anderes Land gehe, sei es Italien, sei es Peru oder was auch immer, recherchiere ich die Top 10 Spots, die man dort machen sollte. So, jetzt muss man natürlich wissen, okay, wie lohnt es sich, diese zu besuchen? Das heißt, wie kann man sich eine Route zurechtlegen? Nicht, dass man irgendwie komplett falsch fährt und dann merkt, oh, wir haben einen kompletten Tag verschwendet, hätten wir das so und so gemacht. Ja, und Zeit ist sehr elementar, weil man ist nur bestimmte Zeit nur auf dieser Reise, sei es 7 Tage, sei es 10 Tage oder so. Und dann muss man natürlich auch wissen, diese Gebiete sind meistens die beliebtesten. Und Touri-Hochburgen. Richtig, deswegen sind auch die meisten Touristen. Und was meine Freundin und ich gemacht haben, als wir in Rom waren, das Travel-Video kommt noch, keine Angst, wir sind extrem früh aufgestanden, teilweise um 5 Uhr, teilweise um 6 Uhr früh und sind zu diesen Orten gegangen, damit wir keine Touris dort haben. Und geiles Licht. Und geiles Licht. Das hat also schon einen Vorteil. Win-win. Ja, nur das einzige Opfer ist halt das frühe Aufstehen. Das ist ein Opfer und deswegen... Aber es lohnt sich. Genau, lohnt aber das sich. Ist das, was keiner auch einem erzählt oder keiner wirklich sieht so. Man sieht dann am Ende so, oh, diese 10 Sekunden in der Golden Hour. Und da ist ja keine Sau. Ja, haben die den gemietet. Und jetzt kriegst du nämlich zum Beispiel dann abends nicht. Ja, da hast du auch schönes Licht, völlig klar. Aber da ist halt alles voll. Ja, zum Sunset kommt jede Sau. Genau. Und morgens hast du wirklich freie Bahn. Das ist das Geile. Deswegen, also so ein Travel-Video ist auch viel Arbeit. Absolut, ja. Das muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Definitiv planen, ja, und auch eben das Opfer bringen, früh aufzustehen und so weiter. Dann heißt es halt auch mal früh ins Bett, ja. Aber trotzdem diesen Raum für Spontanität lassen. Ja. Zum Beispiel, ich war auf einem Roadtrip durch Neuseeland und natürlich haben wir geplant, wir haben uns überlegt, wo sind die coolen Spots, welche sind wirklich die Musts, wo müssen wir unbedingt hin, ja. Auf den Gletscher zum Beispiel, das war ein Muss. Und trotzdem diesen Raum für Spontanität zu lassen, also nicht alles durchzutakten auch, sondern zu sagen, hey, wir sind jetzt hier mal an dem Spot, der gefällt uns so gut, wir bleiben jetzt mal ein paar Tage länger. Das ist einfach so geil, ja. Und das ist wahnsinnig viel wert und macht auch viel Spaß, sich treiben zu lassen. Oder man lernt eine Person kennen und sagt, die ist mega spannend, die möchte ich mal interviewen oder so. Und ist halt kacke, wenn du einfach weißt, ah scheiße, ich muss aber morgen da und da sein. Also so ein bisschen diesen Puffer dazwischen lassen, ist wahnsinnig viel wert, weil du dann eben spontan sein kannst. Das waren sie, oder? Die fünf großen Fehler. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr noch mehr habt oder mehr noch was wissen wollt. Ja, da gibt es natürlich noch mehr Fehler. Es gibt noch so viele eigentlich. Sky's the limit. Eben, wir können da nicht alles auspacken. Aber ja, vielleicht wenn da noch eine Megaliste kommt von jemandem aus euren Kommentaren, können wir gerne mehr auch darauf eingehen. Und genau, wir haben noch ein Video dazu produziert, nämlich die 5 größten Tipps für ein Travel-Video. Also es waren mal bei den Fehlern und jetzt geht's zu den Tipps. Ja? Was möchten wir euch mit auf die Reise sozusagen geben an wirklich geilen Tipps? Auch gerade aus unserer Erfahrung, weil wir waren ja viel auf Reisen, haben viel erlebt und da gibt es eine Menge zu erzählen. Und da haben wir die 5 größten Tipps mal zusammengefasst im nächsten Video. Auf deinem Channel? Auf meinem Kanal. Alles genau. Klar. Also wenn ihr vorbeischauen wollt, ich habe es ja eh verlinkt irgendwo. Geht bei Clemens vorbei. Und Abo nicht vergessen. Clemens Bittner ist auch ist wert, oder? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Alrighty. Gut.